Kawabanga! Boing! Willkommen heute bei Chicken Horse! Liebe, ich nehme die Säge, Alter. Ultimate Chicken Horse, Freunde, wir spielen Ultimate Chicken Horse. Wie funktioniert das Spiel? Regan und ich haben es noch nie gespielt. Wir kriegen jeder am Anfang der Runde ein Item, das können wir in der Welt platzieren. Das hilft. Dann müssen wir ein Level bauen. Und dann müssen wir ins Ziel kommen. Okay. Auch noch als Erster? Du, als Erster ist am besten, dann kriegst du mehr Punkte. Aber wenn alle ins Ziel kommen, gibt es gar keine. Ja, warte. Wenn alle ins Ziel kommen, gibt es gar keine Punkte. Das wird ein langer Abend. Okay, und jetzt gibt es gar keine Punkte. Weiter? Weil es zu einfach war. Nächste Runde. Okay. Was denn? Ja, es sind jetzt wieder neue Items. Dann nehme ich den Hydranten. Mit L und R könnt ihr die drehen. Die Items auch. Oh, okay, dann stelle ich den Penis einfach mal hier hin. Ja. Okay. Warum machst du da hinten? Oh, das wird nervig. Au! Was ist das? Du wurdest von meinem Puck abgeschossen. Was soll das denn? Das kriegt auch extra Punkte wegen der Falle. Ja, ist doch eklig. Ich hab dich gesehen, dass du es hingesetzt hast. Was ist das Gelbe? Das ist das leichteste Level, was wir hier übrigens machen. Ja, das erste Level, ja. Was ist das? Das ist einfach nur ein Strohballen. Ja. Ist ja gut, Spiel. Gut, niemand soll hier runterfallen können. Das ist mir sehr wichtig. Oh, der Puck kommt. Puck, Boys! Okay, das scheint noch so einfach. Das ist definitiv das Fass aus dem Spiel, das ist ziemlich OP, es muss genervt werden. Es gibt auch so Bomben und so, damit kann man das hier, genau, Dynamit, damit kann man das wegsprengen. Gut, dass keiner das Dynamit nimmt. Aber wir können jetzt hier ein bisschen Stacheldraht legen. Ich hab schon oben drauf gelegt, jetzt wirst du es an die Seite irgendwie so ranmachen oder so. Mit der Pfeil, der Pfeil muss auf Objekt zeigen. Oh. Ah, okay. Das ist ziemlich eklig. Ich glaube nicht, dass ihr da noch durchkommt. Ich krieg das hin. Oh, ja, warte, das ist. Au! Oh nein! Wir sind alle gestorben. Oh, scheiße. Oh, was passiert jetzt? Wir kriegen nochmal Items. Es gibt irgendwie auch Maximalrundenzahl. Okay, ich helfe uns. So, ich hab die Kiste da hingelegt, damit ich wieder rüber kann. Oh, fick dich doch, wer war das mit dem Bike? Das war ich. Oh, nein! Shit. Yes! Oh, ich bin so gut! Okay. Was soll das denn, Babe? Du brauchst eine Verschnaufpause? Auf X macht ja eigentlich keinen Spaß. Ich glaube, auf X gedrückt halten kann man schneller laufen, auch irgendwie. Das freu ich mich nicht. Was sagst du mir jetzt? Hey, eine Bombe. Damit kannst du was wegspringen. Was dir nicht gefällt. Oh. Ich wollte den Weg wegsprengen. Ja, so traurig. Fuck. Scheiße. Ich wollte zu viel. Oh nein! Regen! Oh nein! Krieg in den Hexlauten reingefallen. Ja, ich gewinne da keine Punkte. Das ist wie die Geschichte mit dem kleinen Jungen ohne Arme, der seine Mutter fragt, ob er Kekse haben kann. Dann sagt sie so, keine Arme, keine Kekse. Und dann so, ouch. Wow. Damit wurden dann quasi seine Gefühle verletzt. So, okay. Man soll ja nicht zu viel Freiraum haben, da drauf zu hüpfen. Au. Fuck. Voll. Können wir bitte die Stacheln von dem Fass wegmachen? Das ist fucking nervig. Nein! Nein! Und der Dance trotzdem. Ich hab's geschafft. Autopsie. Ich bin da tot ans Ziel gekommen. Achso, das geht so lange, bis einer am häufigsten gewonnen hat. Na, oder nach unten. Oh, Dynamit! Nach unten Rundenzahl ist auch Schluss, aber ich hab gerade echt durch Glück gewonnen. Wahnsinn, ich hab jetzt echt nur das kleine Teil weggemacht, aber okay. Das war's mir wert. So dumm. Warum ist da eine Tür? Warum nicht? Diese verdammten Stacheln! Ach, Rick hat's geschafft, ja. Ja, klar. Oh, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Und Comeback. Oh nein! Ja, immer wenn man Underdog ist, so wie Mucki gerade, kriegt man einen Comeback-Bonus, wenn man dann gewonnen hat. Ich bin nur einmal ins Ziel gekommen. Bargeld. Wenn du eine Münze einsammelst und damit ins Ziel kommst, kriegst du mehr Punkte. Ich will durch die Tür gehen, so. Nein! Nein! Oh nein! Ich hab den Kopf geschlagen. Oh mein Gott. Was hab ich für ein Level erschaffen?
Noch drei. Ich werde jetzt sowas von, wenn ich einen Holzbalken haben kann, werde ich sowas von die Hockey-Teile aus. Habe ich jetzt die Kiste oder den. Okay, ich hab's wieder mitgenommen. Wir haben noch drei Runden. So, fick dich da drüben. Oh, shit. Ah, Tür, Tür! Okay. Warum ist denn da? Oh Ricky, du schaffst es. Ich glaube an dich. Oh Gott. Lauf, Ricky! Lass dich von meiner Leiche! Guck mal, ich bin da tot. Ich bin da tot. Ey, ich hab's geschafft! Ich hab Autopsie bekommen! Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Fuck! Wegen Autopsie! Ja, okay, das war ziemlich schrecklich. So ein Level sollten wir vielleicht im Idealfall nicht nochmal machen. Ich hab das Archiv mit Totenbeschwörer bekommen. Du bist der ultimative Waschbär. Ich wünsch, das würde aber jemand zu mir sagen. Ausdächer. Okay. Ausdächer ist Level 2 dann quasi. Ja, genau. Echt, das ist blöd. Ich komm da nicht hoch. So, jetzt, hallo. Du schaffst es, Mensch. Ich hab Spaß, warum spielen wir das nicht? Das kann man auch auf Twitch spielen, ne? Gibt's da sogar eine Twitch-Einbindung oder nicht, ne? Alter, eine geile Twitch-Einbindung, ja, das hab ich mir gewünscht. Ich glaube, den Chat kannst du diese einbinden. Alter, ein Karus. Ah, ne, die können entscheiden, was für Items. Die Zuschauer können entscheiden, was für Items. Das ist schon hart cool. Ja, vor allem mit dem Kleber. Ey, da ist Kleber drauf. Du kannst das Brett da ankleben. Wo der Kleber ist. Oh, shit. Nee, doch nicht. Hä? Aber das wird jetzt lustig hier. Och, nö! Ich dachte, ich wäre der Waschbär. Nee, der bin ich. Der wollte mich. Oh, ich bin erschlagen worden. Ich bin zerdrückt worden. Guck mal, das ist das Ihre. Wie er marschiert. Melf ist ein Karma-Chameleon. Au. Er wählt nicht mal den Ton. Ich bin Yooka-Laylee. Ich bin ein Eichhörnchen. Finger weg. Oh, ich wollte die wütende Blume. die wirst du schon auf den treffen. Hab ich jetzt den Klebstoff? Ich hab jetzt den Klebstoff. Dann klebt man den Klebstoff an und dann macht Ricky das Ding daran. Ah ja, okay, Ricky macht es einfach irgendwo hin. Ich mach den einfach hier ran, da bleiben auch die Spieler dran kleben, oder? Mhm. Warum versuche ich schon wieder das Level so unfair wie nur möglich zu machen? Ach guck, jetzt hey, böse Blume! Jetzt hat's funktioniert mit dem Holzbrett ankleben. Nein! Wir brauchen vielleicht noch ein, zwei mehr Plattformen in der unteren Gegend. Wie kommst du da hoch? Oh, ne Nuke! Aber die kann nur ganz viele Sachen kaputt machen. Oh, das Item wird scheiße für uns. Was soll das denn? Ich wollte die Nuke im Einsatz sehen. Was? Warum? Wer hat jetzt. Nein! Ich glaube, ich sollte hier versuchen, Erster zu sein. Das ist ein großes Problem. Wie ich wieder etwas sehe. Oh nein! Wow, Ricky, ernsthaft! Oh. Hey, ich war schon am Ziel. Der sich einen ab, der auf dem Scheiße. Was? Wie viele Punkte? Ja. Du bist doch schnell der Langsamste beim Einsammeln. Ich weiß immer nicht, was die Teile bringen. Guck mal hier, Ricky macht das dahin. Pass auf, warte. Das Fliegeteil musst du mal unter das Holzbrett packen. Ganz links. Oh, das ist eine doofe Idee. Das ist eine ganz, ganz doofe Idee. Das ist eine eklige Idee von das meiner Ding, Seite aus. Nein! Guck mal, der nimmt das Ding jetzt mit, siehst du das? Ja, ich weiß. Scheiße, warum ist das so einfach für mich? Ricky überstimmt das und guckt erstmal. Verdammtes Albedo. Oh, er nimmt sich das Schutzschild mit. YOLO! Was? Nice. Warum nutzt er seinen Schwanz zum Seilspringen? Warum nicht? Ich meine auch. Das ist ja nicht Männlichkeit. Münze. Geld. Nee. Was? Das ist der falsche, die du da hast. Was ist das? Da kann man noch einmal rauf und dann geht die kaputt. Wir brauchen gute Level-Design. Ich weiß, dass ich da brauchen werde. Wir arbeiten noch bei Fokusgruppen. Wow. Bist du dich verarscht okay, mit deinem verdammten Hobby-Fuck-Teil? Nein, nicht ins Ziel schieben! Nicht ins Ziel schieben! Gott sei Dank. Was soll denn dieses blöde Hockey? Ich hasse dich! Mich oder das Hockey-Ding? Das Hockey-Ding! Okay, gut. Okay, jetzt will ich das Level auch mal schaffen. Ich hab so. Nein! So, wir,
gerade, bis die Blume vorbeigeht. Das ist das fucking Hockey-Teil. Mäh. Nein! Oh nein! Vielleicht sollte ich schauen, vielleicht hätte ich das Rennen versuchen sollen mit X. Oh, ich habe noch 0 Punkte. Das ist doch schwachsinnig. Warum verliere ich hier? Warum bin ich so schlecht? Ach, fick dich doch! Oh nein, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Besser so. Alter. Oh, Ingenieur, ich habe Achievement. Ich meine, er hat die Lobby verlassen. Wow, sagt er. Nee, ich bin doch noch da. Hä, warum? Mir stand gerade, dass Ricky Mania die Lobby verlassen hat. Dann stand dran, dass du geschrieben hast, wow. Warum hast du das Scheißding da hingemacht? Ah, die Blume! Schieb mich ins Ziel! Oh, nicht leck! Er schiebt mich ins Ziel! 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 Verdammt! Verdammt, die Blume hat mich einfach in den Abgrund geboxt! Wow! Das war gut! So, fickt euch! Ricky Mania sagt, zu einfach. Zu einfach. Oh, ich bin schon wieder hier gestorben. Ich bin einfach viel zu blöd. Oh nein! Der Mogi-Man! Mogi, warte auf mich. Oh. Oh lol. Kein Comeback? Ach ja, ich war noch nie da, deswegen kann ich nicht zurückkommen. Ich höre Bargeld. Money. Ich bin mir sicher, das wird doch ziemlich humorvoll für die ein oder andere Situation, was ich hier gerade mache. Hoffentlich. Oh. Das ist verkehrt umgebaut. Ich bin schon wieder reingestorben! Mogi Man! Ah! Alter, der Mogi, Alter, der gewinnt noch die Runde jetzt. Oh mein Gott, ich war noch nie so da am Sieg dran! Ricky ist Underdog. Oh nein. I'm the underdog from the underground. Wir hatten hier die Kette hingepackt. Das war ich. Ja, eine Säge ist eine Kette. Oh shit. Ey. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ja, ich bin auch drin jetzt! Was? Oh mein Gott! Oha! Nein! Oha! Ach man, ich verliere, das ist doch scheiße. Ich muss nur noch einmal ins Ziel kommen. Ich will das Level jetzt nur ein bisschen einfacher machen, um meine Chance, dass ich ans Ziel kommen kann, zu maximieren. Alter, der Ricky. Hast du den gesehen? Fuck. Mich auf meine Zunge. Ah, oha, das schmeckt nach Schmerz. Der hat Ricky sich jetzt richtig viele Punkte einkassiert. Mit Underdog und Münze und allem. Was? I'm back, motherfucker. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das scheint mir nett zu sein. Fick dich! Alter, das ist eine Münze. Ah! Oh, fick dich! Die Stachelseite, von der will ich mich doch lieber fernhalten. Nein! Nein! Voll in die Fresse! Dann nicht oben? Ja. Der Gewinner keine Punkte. Komm schon, weißt du, letzte Runde jetzt. Du hast gewonnen. Ja. Chamäleon! Kamakamakamakamakamelion. Ja, yeah, ich bin das Kamakamelion. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war ziemlich aufregend. Und wie das Ganze weitergeht, sehen wir wohl in irgendeinem anderen Video und im nächsten Part oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.